Warum stehe ich hier jetzt als Freedon, liebe Gaming-Freunde? Ganz einfach. Ich habe absichtlich ein Leben gegen diese Vampire verloren, bin dann nochmal zurück durch den ganzen Dungeon irgendwo. Naja, nicht durch den ganzen. Ich musste mir dann einen Weg suchen. Da war ja ein Portal, wo man sich in Freedon verwandeln konnte. Denn ich habe mich getäuscht. Nachdem ich 12 Mal versucht habe, die mit Will zu besiegen. Ich bin halt kein Skiller, ne? Also da habe ich mir Videos angeguckt. Ich weiß, das gilt bei vielen als verpönt, die Vampire mit Freedon zu schlagen. Aber ganz ehrlich, das ist mir sowas von... ne? Solange ich die irgendwie schlage, ich nutze ja hier nur eine Möglichkeit, die mir das Spiel selbst bietet. Anders wie auf aktuellen Konsolen, wo die Kids, damit sie in Call of Duty und Fortnite besser sind, gemoddete Controller kaufen, ne? Nee, jetzt mal weg von diesen gemoddete Controller hier, da, deswegen sind wir ja nicht hier. Ich habe nämlich in einem Video gesehen, dass Freedon eben doch mehr Schaden macht. Obwohl, wir haben ja gesehen, dieser Slide, der ist ja ziemlich powerful, sage ich mal. Ja, immer diese englischen Worte zwischendurch. So, ich setze aber gleich wieder ein State, falls ich doch verkacke. Ich habe zwar einen Testlauf gemacht, aber man weiß ja nie. Und zwar macht Freedon wenigstens 2 Schaden. Ach ja, bei dem Backtracking habe ich auch noch alle Gegner besiegt, die ich übersehen habe. Deswegen auch ein bisschen stärker. Na gut, ich muss dann gleich nochmal... Einen Moment... Ich musste nochmal nach der Hotkey-Taste gucken. Na gut. Dann knöpfen wir sie uns nochmal vor hier. Und Freedon hält auch mehr aus, ne? Guckt euch das mal an, wie schnell ich den schon gleich down hab. Vampirella. Er ist tot, doch was nützt es dir? Du wirst ihm folgen, Sterblicher. Okay. Wenn du das sagst. Oh, oh. Ja, ich sollte vielleicht natürlich auch, das Heilen nicht vernachlässigen. Ja, es gibt so ein paar Skiller, die schlagen die natürlich mit Will. Und, dann auch noch ohne Heilkräuter zu benutzen. Aber, naja, bevor ich das noch mehrfach versuche... Glaubt ihr, das wäre nicht schön geworden. Es wäre vor allem laut geworden. Wir haben es geschafft. Ja, ich muss mich ja fast schon für diese Leistung entschuldigen, dass ich hier Freedon nehme. Wenn das in der Community des Spiels so schlimm aufgenommen wird. Also, ich habe da einiges mitgekriegt bei Videos. So. Die Bombe hat 2 Zündschnüre. Eine rote und eine blaue. Welche willst du zerschneiden? Ja... Meistens nimmt man ja da den roten Draht. Die rote ist zerschnitten. Ich kann euch übrigens aus dem Video, was ich von diesem Kampf gesehen habe, sagen, dass das wohl bei beiden so kommt, dass man da heil davon kommt. Also es ist nur eine Attrappe ist quasi. Oder dass beide Drähte gehen, keine Ahnung. Egal. Also eine Attrappe wird es wohl nicht sein. Denn ich habe tatsächlich einmal auf Zeit gegen die beiden verloren als Will. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil ich habe viele... Versuche dann doch lieber, naja, verworfen. Ich habe die Bombe entschärft. Gerettet. Lily spricht aus deiner Tasche. Es tut mir leid, Will. Ich konnte nichts machen. Meine Knie zittern noch wie Espenlaub. Ich war wie versteinert. Eigentlich bin ich nicht feige, doch wenn es brenzlig wird... Entschuldige, dass ich so lange in deiner Tasche, in der Tasche war. Verrate niemanden, dass Will sich verkleidet hat. Ach so, Freedon, meint er. Ja, jetzt soll ich dich losmachen? Da sind unsere Freunde. Will, geht es dir gut? Will, Lily ist nicht zu sehen. Was ist geschehen? Hier bin ich. Thank you.
Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen machtet. Will hat mich beschützt. Oh, da guckt gleich jemand eifersüchtig zur Seite. Sieh da, Will wird langsam aber sicher erwachsen. Das ist jetzt unwichtig. Lasst uns lieber überlegen, wie wir von hier wegkommen. Gute Idee. Von jemandem namens Rama haben wir einiges gehört. Will erzählt allen, was geschehen war. Eine traurige Geschichte. Das arme Volk. Die eine Hälfte ertrank, die andere floh durch den Unterwassertunnel. Vielleicht schaffen wir es durch den Tunnel bis zum Festland. Prima Idee. Lasst uns von hier verschwinden. Boah, Leute, es tut so gut, endlich diese Vampire geschlagen zu haben. 5 Tage sind nun vergangen, seit wir in den Tunnel gegangen sind. Mann. Doch er scheint kein Ende zu nehmen. Ich glaube, er führt ins Nichts. Lasst uns für heute Schluss machen. Ich bin geschafft. Ich werde lange und gut schlafen. Es ist doch verrückt, so weit zu laufen. Genug, ihr beiden. Ihr habt euch schon beklagt, bevor wir überhaupt losmarschiert sind, sagte die Prinzessin. Die bei jedem kleinen Pups am Anfang, naja, ihr wisst schon. Lance hat recht, Kara. Jeder von uns ist am Ende. Lasst uns etwas essen, ich bin am Verhungern. Ja. Ja, jetzt sagt sie bestimmt, kommst du meinem zukünftigen Gatten nochmal so nah, reiß ich dir was ab. Was machst du da in der Ecke, Erik? Pissen? Ey, ich bin beschäftigt. Ja, er pisst. Würde ich jetzt mal sagen, weil wer lässt sich denn gerne dabei zugucken? Ich frage mich, wie weit dieser Tunnel noch geht. Ja, und wer darf was zu essen suchen? Ich oder was? Vor tausenden von Jahren sind hier bereits Menschen durchgelaufen. Ich muss laufend an diese Zeit denken und komme mir dabei so unbedeutend vor. Menschen sind seltsam. Ja. Je länger wir durch diesen Tunnel marschieren, desto eher vergessen wir, warum wir hier sind. Vielleicht ging es den damaligen Leuten genauso. Wer weiß. Ich habe Hunger. Ich will ein saftiges Steak. Wo ist eigentlich dein Schweinchen? Nee, das wäre böse. Das wäre richtig böse. Meine Haut ist von diesem blöden Fraß schon ganz verschrumpelt. Oh, ein Pilz? Ja, sonst ist hier nichts. Diese Pilze sind unsere einzige Nahrung. Sie wachsen überall im Tunnel. Gestern gebackene Pilze. Vorgestern gekochte Pilze. Davor roh. Igittigit. Wir dürfen nicht zu viel verlangen. Um zu überleben, müssen wir essen. Ja, das ist wohl... Oh nein, Will hat schon wieder Pilze gefunden. Das ist immer noch besser als zu verhungern. Lasst uns essen. Ein weiterer Tag wie dieser nahm sein Ende. Achter Tag in dem Tunnel. Schlaflos starrte ich auf einen unterirdischen Fluss. Kannst du nicht schlafen? Doch, doch. Ich versuche Schafe zu zählen. Es kommt nur keins. Du hast dich auf dieser Reise ganz schön verändert. Man könnte fast meinen, du wirst erwachsen. Ich verstehe das selbst alles nicht, aber... Eine seltsame Kraft wohnt in mir und mein Körper kann sich in den eines Kriegers verwandeln. Das alles hat mir mit der Reise meines Vaters zum babylonischen Turm seinen Ursprung genommen. Ich stehe erst am Anfang, diese Macht zu begreifen. Warum hast du dich dieser Expedition angeschlossen? Zuerst war es nur ein Spaß, aber jetzt habe ich andere Gründe. Morgen wird wieder ein langer Tag, wir sollten etwas schlafen. Zwei Wochen sind wir nun in diesem Tunnel und es ist kein Ende in Sicht.
Als ich letzte Nacht schlief, hörte ich seltsame Geräusche über mir. Kara ist sehr besorgt über diese Geräusche. Ich bin viel zu müde, um etwas zu machen. Hm? Wartet, ich höre es wieder. Das ist das Geräusch. Hm? Was passiert hier? Vielleicht ist es Riverson? Hä? Oh nein, wir müssen verschwinden. Verschwinden? Wohin denn? Ja, toll. Seid mal ruhig, dieser pochende Klang. Das sind Morsezeichen. Damit verständigen sich Schiffe untereinander. Die Länge des Klangs bestimmte Buchstaben. Mal schauen, ob ich das verstehen kann. Hier ist Seth. Ja, den gibt's doch. Seth? Ich hab mich ja schon gefragt, wo er steckt. Psst, Ruhe! Neil fährt fort! Riverson hat mich verschluckt. Als ich zu mir kam, hatte sich mein Körper in Riverson verwandelt. Dieser Riverson ist eine Meereskreatur. Ich bin mir nicht sicher, ob er menschlich ist, also Meereskreatur, ja, ganz bestimmt menschlich. Er sagt, die Evolution würde durch das Licht eines Kometen beeinträchtigt. Okay. Ich wollte die Reise mit euch fortsetzen, aber nicht in diesem Körper. Ihr müsst das Geheimnis des Kometen und der Ruinen lösen. Ich höre nichts mehr. Seth, ich habe Angst. Er muss im Morseunterricht gut aufgepasst haben. Seth auch. Feine Sache. Aber Seth ist nicht mehr menschlich. Nein, Erik. Zieh keine voreiligen Schlüsse. Nur Menschen denken, ihre Lebensform wäre die einzig richtige. Ah, das stimmt allerdings. Leider. Lass den Kopf nicht hängen. Auf geht's. Geschafft, endlich. Wir sind fast einen Monat durch den Tunnel gelaufen. Boah, jetzt erstmal irgendwo baden, hä? Seht doch, ein Schild. Was? Engelstadt? Reisende, sucht uns unter der Erde. An einem solchen Ort sollen Engel leben? Ja, klar. Man sagt, Engel schätzen nicht gerne menschlichen Besuch. Jedenfalls können wir uns hier ausruhen. Lasst uns aufbrechen, Will. Ich gehe meinen eigenen Weg. Da ist sie wieder, die alte Kara. Wartet nicht auf mich, ich muss es tun. Ich erforsche diesen Ort ganz alleine. Versucht nicht, mir zu folgen. Zicke. Was hat sie nur vor? Vielleicht ist sie nur müde, sie braucht Ruhe. Ja, haut halt alle ab. Guck mich hier erstmal kurz um. Man weiß ja nie. Eingang zur Engelstadt. Also da ist ein Eingang, den hat die komische wohl genommen hier, Kara. Und hier, Reisende sucht uns unter der Erde, Engelsvolk. Dann nehmen wir mal diesen Eingang.
Engelstadt tatsächlich. Ja, was ist, wenn wir den... wo kommen wir dann raus? Macht das einen Unterschied? Also, kommen wir dann auch direkt in die Stadt oder nicht? Das ist jetzt meine Frage. Anscheinend ja. Will, ich möchte mit dir über etwas Ernstes reden. Es fällt mir schwer, es zu sagen. Aber ich glaube, ich bin in Lily verliebt. Oh, wie süß. Ich träume nur noch von ihr. Ich muss wissen, ob sie mich auch liebt. Was soll ich nur tun? Kalt duschen. Da fragst du noch. Ihr habt viel Zeit miteinander verbracht. Das ist ganz natürlich. Es ist bald Lilys 15. Geburtstag. Ich möchte ihr ein Geschenk machen, um ihr zu sagen, was ich für sie empfinde. Was würdest du ihr schenken? Was schenken wir ihr? Ich finde, Blumen sind zu gewöhnlich. Ich meine, jeder irgendwie schenkt Blumen, ne? Gefühlt jeder. Ein hübsches Halsband, sagen wir mal. Schmuck ist unvergänglich. Er wird ihr ewig erhalten bleiben. Sie wird immer an dich denken, wenn sie ihn trägt. Oh Mann, wieder zu schnell. Einige schöne Steine suchen und daraus eine Kette fertigen. Vielen Dank für deinen Rat. Ich denke darüber nach. Es ist toll, einen Freund wie dich zu haben. Ja, finde ich auch. Bin halt cool. Ne? Hier, sonst irgendwie was in diesen komischen... Oh, da ist sie ja. Warum leben Engel an einem so dunklen Ort? Gespenstisch. Ja, und warum stehst du nicht bei Lance und machst mit ihm, weiß ich nicht, Knutschi-Knutschi oder so? Ach, das ist wirklich nur ein Raum für die Leutchen hier abseits von der Engelstadt. Die Sonne ist so hell, das ist mir bislang nicht aufgefallen. Ja, ihr wart ja auch ewig in dieser Höhle, in diesem Tunnel. Ich vermute, die Engel stammen von den Einwohnern von Mu ab. Eigentlich dachten wir alle immer, Engel wären was anderes, oder? Na gut. Dann schauen wir... Oder wobei, was sagt denn die Uhr? Ja, ich denke, wir können hier vorher nochmal einen Cut machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part in der Engelstadt wieder. Haut rein!